Und ist ja auch mal so ein Bus, der so ein bisschen anders gebaut ist als die ganzen Busse, diese Solo-Busse, die wir bis jetzt ja immer gefahren sind. Und zwar habt ihr es ja vielleicht jetzt am Anfang schon gesehen, dass wir hinten nicht eine Achse haben, sondern noch eine so eine Doppelachse sozusagen, also zwei Achsen hintereinander. Deswegen wahrscheinlich auch UL, also U wahrscheinlich für Überlandbus, weil es ist ja ein bisschen höher gelegener Bus und so weiter. Und das L steht wahrscheinlich einfach dafür, dass es eine Langversion sozusagen ist. Halt wegen der genau weiteren Achse, die der Bus noch hat. Ist jetzt ausgegangen? Ja, jetzt habe ich ihn abgewürgt. So. So, kommen Sie rein. Ne, wir haben ja gar keine Haltewunschtür hinten, können wir zulassen. Genau, hier ist es mit der weiteren Achse, die ich angesprochen habe. Dafür steht wahrscheinlich einfach das L mit dieser langen Version. So, einen Fahrschein, Kurzstrecke ermäßigt. So, 50 und 8 zurück. 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Guten Tag. Bitte. Eine Tageskarte. Oh, 20 Euro. Tageskarte, hier. 17,65 Euro. Ui. Ich warte noch auf den Fahrschein. Müssen wir mal, also erstmal 5 Cent. So, dann sind wir bei, müssen wir mal 10 Cent. Also erstmal, sind wir jetzt bei 18, dann gibt es noch 2 Euro. Bitteschön. Genau, das ist halt so eine Langversion. Deswegen halt, wie gesagt, wahrscheinlich auch das. Tür ist zu, ja. Deswegen wahrscheinlich auch das L. Ah, fuck, ich hatte die Haltestellenbremse noch gesetzt. Und schon wieder abgewürgt. So. Und jetzt aber. Na, guck, der stockt irgendwie am Anfang immer so ein bisschen. Stockt er so bei der, beim Anfahren. Ich dachte schon, die laufen hier drüber. So. Einmal hier. Ach, so ein Wendebereich. Und schon wieder abgewürgt. Ja, geil. Das ist jetzt aber oft passiert in letzter Zeit. So. Ah, scheiße. Warte mal kurz. Ja, da sind wir zu eng hier um die Kurve gefahren. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurücksetzen. Bisschen weiter ausholen mit dem Bus hier. Weil der ist ja echt nochmal deutlich länger als jetzt so ein... Ich weiß gar nicht, wie lang der jetzt genau ist. Im Vergleich zu einem... So, Rückwärtsgang. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen. Ja, geil, und jetzt Unfall, oder wie? Der ist jetzt aber echt in uns reingefahren, weil der stand ja eben noch nicht so. Ne, das melden wir jetzt ja nicht. Also, nochmal. Motor starten. Erster Gang. Mal weiter vor. Dann einlenken. Genau, der ist ja nochmal, ich weiß nicht wie viel Meter, aber bestimmt so 2-3 Meter nochmal länger als so ein Solobus. Die sind ja so 12 Meter meistens lang, so ein Solobus. Zum Beispiel der O530, der Citaro O530, der Solaris Urbino 12 heißt er ja, ne? Also genau, die sind ja so 12 Meter lang. Machen Sie die Tür auf, aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Ja, ja, nur weil ich gerade mal so rückweise Gas gegeben habe. So, und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir um das Auto anders rumkommen. Ich blinke jetzt einfach mal wie beim Abbiegen an der Kreuzung. Weil ah, das geht einfach nicht. Der steht einfach so blöd, der Wagen da jetzt. Da kommt man einfach so schlecht jetzt rum. Ich will jetzt aber eigentlich auch nicht melden, dass wir da einen Unfall hatten, weil das kostet uns ja nur Zeit. Probieren wir nochmal, ob wir hier drüber kommen. Aber der Bus geht immer aus. Ja, oder wir müssen es jetzt melden. Ja, kommt, dann melden wir das halt jetzt. Ich hoffe mal, wir kriegen nicht zu viel. Ja, 6 Minuten. Na gut, okay. Aber sonst kommen wir hier so schlecht rum. Also, jetzt aber. Aber eigentlich wären wir jetzt ja nicht schuld gewesen an dem Unfall. So, genau, da muss man sich echt erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, an diesen, so einen Bus hier zu fahren, weil der verhält sich halt nochmal wegen diesem anderen, weil der halt so anders gebaut ist, verhält er sich halt nochmal ein bisschen anders als jetzt so ein, kürzerer Solo-Bus, weil der ja nochmal ein paar Meter länger ist, aber ist halt auch nicht so wie ein, Gelenkbus, weil der Gelenkbus hätte ja nochmal das Gelenk hinten und, das macht das ja, macht den ja dann auch nochmal ein bisschen anders vom Fahrverhalten her mit dem Gelenk, der ist, also der Gelenkbus ist ja nochmal länger, aber dafür hat er halt dieses, das Gelenk der Gelenkbus, das ist irgendwie auch Gelenkbus, und ist deswegen auch nochmal vom Kurvenfahrverhalten natürlich nochmal ganz anders als der Bus mit der, der halt hinten einfach länger ist und noch diese Achse halt da hat. Dafür ist halt, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht eben schon mal ab und zu gesehen habt, bei dem Bus hier so, dass der, vielleicht kann ich es gleich mal machen, wenn wir hier abbiegen, mache ich mal kurz Pause, dann seht ihr es vielleicht. Ah, kommt gerade keiner, perfekt. Machen wir kurz mal Pause. Dann solltet ihr es nämlich sehen.
Jetzt bin ich auf O gekommen. So. Wobei es ist gerade schlecht, weil er wieder gerade ausgelenkt hat. Nochmal kurz. Kommen wir so rum. Ah, das ist schon immer ziemlich knapp hier. Gut, dann machen wir es bei der nächsten Kurve mal. Aber auf jeden Fall ist es so. Keine Ahnung, aber im ersten Gang anfahren, da zappelt der Bus immer irgendwie mal so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall ist es so bei dem Bus, dass halt diese zweite Achse von dieser Doppelachse, dass die halt noch so mitgelenkt ist, damit der Bus halt nochmal ein bisschen geringeren Wendekreis bekommt und damit halt nochmal besser um die Kurven kommt. Das kann ich euch ja vielleicht gleich nochmal zeigen. Und so Busse, wie ich jetzt den hier, wie der hier ist halt von dem Bautyp her mit dieser Doppelachse hinten, so eine Langversion, gibt es zum Beispiel auch von Mercedes-Benz. Zum Beispiel gibt es von dem... Guten Tag, hallo. Eine Kurzstrecke für den Herrn, kein Problem. Einmal 1,50 bitte. Dann kriegen sie noch 50, nee, ist 20, 50 und 3 zurück. 3,50, bitteschön. Genau, wie jetzt bei dem Bus hier halt mit dieser Doppelachse gibt es, das so eine Langversion ist, gibt es von Mercedes zum Beispiel auch so eine Variante vom O530 und zwar ist halt dann der Mercedes-Benz Citaro O530L. Da gibt es ja zum Beispiel auch eine Version dafür von diesem Bus, von dem O530L für OMSI 2. Ah, jetzt geht's auf die Autobahn. Straße. So, sehr cool. Fahren wir jetzt mal Autobahnabschnitt noch mit dem Bus hier. Genau, von dem O530 gibt es nämlich auch so eine Langversion, der dann auch wie dieser Bus hier halt ein bisschen länger ist als der Solo-Bus. Und halt hinten nicht nur eine Achse hat, sondern so zwei Achsen, wo halt auch diese zweite Achse so mitgelenkt ist, damit man halt noch möglichst engen Wendekreis bekommt. So, und aber auf die Autobahn. Blinker links. Da kommt keiner, dann können wir direkt auffahren. Und da geht's Richtung Oberstedt. Genau, so erstmal voll durchziehen und fünfter Gang. Aber der zieht schon echt ordentlich an, wie ihr gerade gemerkt habt. Ich glaube 100 km/h da irgendwie als Höchstgeschwindigkeit. Aber du lässt dich echt richtig schön fahren. So, und guck mal, wie der echt abgeht. Besonders hier im hohen Drehzahlbereich, da zieht er echt ordentlich an. So, und sechster Gang. Genau, und von dem O530L gibt es ja auch eine Version hier, ein Mod für OMSI 2. Und da gibt es nämlich so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Citaro Pack, so Pack sozusagen, wo verschiedene, also wo einmal der O530 in verschiedenen Varianten halt drin ist. So lädt er kurz nach. Oh ne. Und jetzt Fatal Error occurred, OMSI will be closed. Ja geil, dann muss ich hier kurz die Aufnahmen unterbrechen und melde mich gleich wieder zurück. So Leute, es kann wieder weitergehen. Ich habe OMSI 2 wieder neu gestartet und wir stehen mit dem Bus hier wieder an der Haltestelle an der Mühle, kurz vor der Autobahnauffahrt. Und dann würde ich sagen, legen wir den ersten Gang wieder ein. Die Haltestellenbremse ist gelöst und wir können wieder weiterfahren. Genau, jetzt wieder Richtung Autobahn und dann gleich wieder auf die Autobahn. Ich hoffe mal, dass dann jetzt nicht gleich OMSI 2 wieder an derselben Stelle abstürzt. Aber wir werden es ja gleich sehen, aber ich hoffe mal, es passiert nicht. So, genau, ich war ja gerade dabei, über den Citaro zu sprechen, über diese Citaro-Langversion. Betriebshof Giselastraße. Vom O530, genau. Das ist ja dafür auch eine Version, also ein Mod davon hier für OMSI 2 gibt. Und wo, also so ein Mod-Pack sozusagen, wo verschiedene O530 drin sind, halt auch die Gelenkbus-Version und so weiter. Und das ist so, dass das aber so ein Mod-Pack ist, wo der O530 mit dem Facelift enthalten ist. Wir sind ja bis jetzt immer den von Altair gefahren. Und für den wir ja seit kurzem dieses Soundpack von Morphe verwenden. Und genau, das war ja sozusagen die, ich weiß gar nicht, von der jetzt, wie man es von jetzt aus sagen würde, aber von die vorletzte Generation vom O530 war das, glaube ich, immer. Und dann gab es ja irgendwann dieses Facelift und da gibt es nämlich so ein Pack von einem O530, so ein Pack vom Citaro O530 hier für OMSI 2, wo halt der O530, der Mercedes-Benz Citaro O530 in dieser Facelift-Version, also mit den neuen Lichtern und so weiter, enthalten ist. Er sieht nicht viel anders aus als der Citaro. Ja geil, jetzt zieht der LKW wieder rüber. Gut, dann bleiben wir halt rechts. Oh nein, es hängt schon wieder, es hängt. Bitte stürzt nicht wieder ab, bitte nicht wieder abstürzen. Ja, es geht weiter. Oh, Glück gehabt. Überholen wir ihn halt rechts. Genau, das ist so ein Pack. Da werde ich auch mal bald das, darauf zu sprechen kommen. Nochmal, wenn wir da mal mit so einem Bus aus diesem Pack unterwegs sind. Vielleicht sogar schon nächstes Mal, muss ich mal gucken. Und da sind wir schon wieder von der Autobahn runter. Also schön langsam werden.
Und wir... Ah, ich muss die Wegweiser wieder einblenden. Halt, Pause, Pause, Pause. Wir müssen rechts abbiegen, gut. Das sind wir schon richtig eingeordnet. Genau, mit einem Bus aus diesem Pack werden wir wahrscheinlich schon bald unterwegs sein. Eventuell schon nächstes Mal, muss ich mal gucken. Und, da sind halt, wie gesagt, die ganzen Citaro O530 mit dem Facelift dabei. Also der Nachfolger von dem O530 sozusagen, den wir bis jetzt hier immer gefahren sind, für den wir jetzt halt seit kurzem das, den wir halt immer gefahren sind, für den wir auch seit kurzem halt das Soundpack von Morphe verwenden. Und also halt der O530, der hier für OMSI 2 von Altair umgesetzt wurde. Von dem spreche ich die ganze Zeit jetzt. Und der Nachfolger von dem war halt einer mit dem Facelift. Also gab es halt einen Facelift mit neuen Lichtern und so weiter. Und diese Variante ist halt in diesem Mod-Pack da enthalten. Und ich glaube, der Nachfolger von dem mit dem O530 mit dem Facelift war ja dann der Mercedes-Benz C2, der Citaro O530 C2G oder halt C2 in der Solobus-Variante. So, einmal eine Kurzstrecke, bitteschön. So, jetzt sind wir aber echt gerade ziemlich gut reingekommen, finde ich, hier in diese enge Stelle, obwohl der Bus relativ lang ist und so weiter. Aber das hat halt jetzt auch mit der hinteren mitgelenkten Achse, hat natürlich da ordentlich jetzt dazu beigetragen, dass wir hier gut reingekommen sind. So, müssen wir selber mal kurz das mal so von außen gucken. Aber das sieht gut aus, da können wir raus. So, ist ordentlich was los hier in Oberstedt. Ich denke mal, wir sind jetzt hier schon in Oberstedt. Genau, und dieser O530 in der Langversion ist halt genauso aufgebaut wie der hier. Nur halt, dass es halt der O530 ist. In der Solobus-Variante sozusagen. Und halt ein bisschen langgezogen mit dieser Doppelachse hinten dran. Genau, und mit dem Bus können wir vielleicht auch irgendwann mal fahren, dann werdet ihr den auch mal sehen. Genau, ist aber auf jeden Fall auch ein sehr schönes Modpack. Und sehr cool, dass da jetzt halt auch ein Mercedes-Benz Citaro O530 halt mit diesem Facelift gibt und auch in den verschiedensten Varianten halt Gelenkbus, Solobus und so weiter. Und da werden wir vielleicht nächstes Mal schon mit einem aus diesen Varianten da, mit einem Bus aus diesem Modpack mit dem O530 in der Facelift-Variante sozusagen, mit dem Facelift. Also nächstes Mal wahrscheinlich, oder also bei einem der nächsten Fahrten schon dann, denke ich mal, mit einem Bus aus diesem Modpack unterwegs sein. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau bezeichnen soll, aber halt, wo der O530 mit dem Facelift in verschiedenen Varianten enthalten ist, genau so. So, der Herr, hier ist Ihr Fahrschein, bitteschön. Und dann, genau, kriegen Sie noch 50 und 3 zurück, 3,50, bitteschön. Guten Tag, hallo. So, auch nochmal einen Fahrschein für den Herrn. Guck mal, wir haben sogar ein bisschen Verspätung rausgeholt, wenn es auch nicht allzu viel ist, aber immerhin etwas. So, 50 und... falsch. Nochmal, 2,50, bitteschön. So. Ich habe auch mal die hintere Tür aufgemacht, aber ich glaube, wir hatten ja gar keinen Haltewunsch. So, es kommt keiner. Und ich habe die Haltestellenbremse noch gesetzt gehabt. Und den Bus damit erstmal elegant abgewürgt. So, und weiter geht's. Das war die S-Bahn-Station Mozartstraße jetzt hier. Genau, und in diesem Modpack, von dem ich jetzt eben die ganze Zeit gesprochen habe, ist auch noch eine zur S-Bahn. Ist auch noch eine Variante von dem O530 drin, die es bis jetzt hier noch nie, glaube ich, davor für OMSI 2 gegeben hat. Und zwar der Mercedes-Benz O530 GL. Und zwar ist es der Kappa City. Vielleicht kennt ihr den, der ist ein bisschen länger als der Gelenkbus. Der ist eigentlich aufgebaut wie der Mercedes-Benz L, dass der auch hinten so eine Doppelachse hat, nur dass halt ein Gelenkbus ist und der halt auch, da wo der Nachläufer ein bisschen verlängert wurde und da halt der Nachläufer so eine Doppelachse hat. Mit dem werden wir vielleicht dann nächstes Mal unterwegs sein oder halt bald bei einer der nächsten Fahrten. Da werde ich euch das dann genauer zeigen und da nochmal auf dieses Modpack, von dem ich eben die ganze Zeit gesprochen habe, nochmal drauf eingehen. So. So, dann kommen Sie mal rein, die Damen und Herren. Jetzt hier am S-Bahnhof Weiherweg. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Na, die Fahrgäste wollen heute aber ordentlich viele Fahrscheine haben. So. Bitteschön. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein. So, 2,50 gibt's zurück. Und einen normalen Fahrschein für die Damen. Bitteschön. Danke. Na, klappt aber sehr gut hier mit der Ausgabe von Fahrscheinen, finde ich. Alter, hier will echt jetzt gerade jeder einen Fahrschein. Na, ist ja falsch. So, 3,50 zurück und Kurzstrecke Erwachsene. Bitteschön. Dankeschön. Guten Tag, hallo.
Ich glaube, es ist aber ganz gut, dass wir heute die lange Version hier mit von dem Bus. Ich glaube, es war falsch. Das ist ja 50 Cent, genau. Und einmal nochmal ein Fahrschein, dass wir die lange Version genommen haben. Wir können ja mal gerade mal gucken, wie es so aussieht. Na, wobei, gut. Nicht allzu voll, aber sie haben auf jeden Fall alle einen Sitzplatz. Sieht aber auf jeden Fall echt sehr, sehr schön aus, der Bus. Also ich kann euch nur empfehlen, den Setra S3 319 hier vor OMSI 2 ist echt sehr schön umgesetzt. Ihr seht auch hier von den Texturen. Von innen sieht er auch echt richtig schön aus, lässt sich gut fahren. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob ihr das Stadtbus O305 Addon braucht oder nicht. Müsst ihr nochmal nachgucken. Es kann halt sein, dass es benötigt wird, weil halt der Bus hier mit dem Schaltgetriebe ausgestattet ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ihr das halt benötigt oder nicht. Aber müsst ihr am besten einfach nochmal nachschauen. Die Seite, wo ihr euch den Bus downloaden könnt, habe ich euch auf meiner Webseite verlinkt. Und da müsst ihr einfach auf meiner Webseite mal vorbeigucken, www.leingamer1.de. Da habe ich euch den Bus verlinkt, also die Seite verlinkt, wo ihr den Bus downloaden könnt. Hier die Haltestelle St. Marien ist übrigens auch eine Möglichkeit, wie ihr halt vom Kloster Hohne aus, bis wohin ihr halt vom Kloster Hohne aus fahren könnt. Also ihr könnt entweder bis zu St. Marien fahren, bis zum ZOB in Oberstedt, oder halt die längste Version, die wir heute fahren, halt dann bis zum Goldbeekplatz. Oder halt dann die längste Version bis zum Fernbahnhof in Oberstedt. So, kommen Sie rein. Dreht uns näher. So. Hallo. Alter Wunsch haben wir keinen. Guten Tag. Eine normale Fahrkarte. Einen normalen Fahrschein. Alter, ist ja krass. Heute wollen so viele Leute einen Fahrschein. Bitteschön. Danke. Hallo. Guten Tag, hallo. Eine normale Fahrkarte. Einen normalen Fahrschein. 50 und 7 und einen normalen Fahrschein. Bitteschön. Danke. So. Genau, aber wie gesagt, den Bus kann ich euch echt nur empfehlen, sehr schön umgesetzt. Und den gibt es jetzt ja noch gar nicht allzu lang vor OMSI 2. Ich weiß nicht, wann er ganz genau erschienen ist, aber irgendwann jetzt halt Anfang 2016. So. Ja, gut, weiter können wir nicht gucken, aber ich hoffe einfach mal, da kommt jetzt keiner. Aber ist auf jeden Fall auch mal ganz cool, finde ich, so eine, ich sag jetzt einfach mal, so einen längeren Solo-Bus sozusagen zu fahren, weil es ist ja irgendwie sozusagen auch so ein längerer Solo-Bus. Mit so einer Doppelachse und so. Ich freue mich auch schon sehr drauf, da mit euch hier mal den O530 in dieser L-Version zu fahren, also dann auch mit dieser Doppelachse. Aber nächstes Mal, wenn wir halt dann mit dem O530 fahren, wird wahrscheinlich dann sein, dass wir dann mal mit diesem Kappa City fahren. Auf diesem Modpack, von dem ich ja eben gesprochen habe. Genau, das ist ja auch dann so eine L-Version, nur halt dann die längere Version halt dann vom Gelenkbus, deswegen ja auch O530 GL. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich mache da eigentlich nichts falsch. Ich gebe ja die ganze Zeit Gas. Wow, das war knapp da hinten, aber wenn wir da jetzt zum Beispiel nicht diese mitgelenkte Achse hätten, dann wäre der Bus viel weiter nach innen gegangen beim Abbiegen und das dann wären wir noch in das Auto wahrscheinlich reingefahren. Ich weiß gar nicht, habe ich euch jetzt schon mal gezeigt mit der mitgelenkten Achse? Das mache ich gleich da vorne mal in der Kurve. Genau, dann nochmal vielleicht kurz was zur Map Oberstedt. Also die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, falls ihr euch die auch downloaden wollt. Schaut ebenfalls auch auf meiner Webseite vorbei. Wie gesagt, www.leingamer1.de. Und dort unter der Rubrik OMSI 2 habe ich auch die Map verlinkt. Und die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Diese Map hier ist echt sehr schön. Ihr habt jetzt hier schon einiges gesehen. Ihr habt auch einen Landstraßenabschnitt, Autobahnabschnitt und halt hier Stadtgebiet, in dem ihr fahren könnt. Ihr habt vier verschiedene Linien. Die 24, die 22, die SB10. Und die Linie E, da werden wir bestimmt auch bald nochmal hier eine weitere Linie auf der Map fahren. Also hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Linien, die wir hier auf der Map fahren können. Und ganz wichtig ist aber, dass ihr halt für dieses Add-on hier, nicht für dieses Add-on, sondern für diese Map, benötigt ihr halt die Add-ons Hamburg Tag und Nacht und das Add-on Stadtbus O305, weil halt da Objekte und Splines wahrscheinlich aus diesen beiden Add-ons halt hier auch auf dieser Map verwendet werden. Und deswegen benötigt ihr halt diese beiden Add-ons halt hier für die Map Oberstedt. Genau, aber ihr habt ja vielleicht jetzt schon gesehen, dass hier ab und zu so ein DAF-LKW langfährt. Das habe ich bis jetzt auch noch auf keiner anderen Map gesehen. Der ist anscheinend jetzt hier nur auf der Map Oberstedt irgendwie, keine Ahnung. Meine Dame kommt hergelaufen. Wir haben auch einen Haltewunsch. Das ist aber auf jeden Fall auch sehr cool, dass hier auch mal so ein DAF-LKW fährt. Wir kennen ja seit dem Berlin X10 Addon, also bei dem Berlin X10 Addon ist es ja dabei, dass da auch so ein Scania unterwegs ist, so ein Sattelzug. Aber so ein DAF
hier in Omsi 2, so ein LKW habe ich bis jetzt auch noch nie gesehen davor. Genau hier die Ampel zum Beispiel, die kenne ich aus dem Hamburg Tag und Nacht Addon. So, wenn wir jetzt hier abbiegen, kann ich ja gleich mal kurz Pause drücken und euch das mal nochmal zeigen mit diesem, mit der Doppelachse, wie da das hintere Rad noch so mitlenkt. Mit der Klimaanlage hat auch wunderbar gepasst, also ihr müsst einfach nur hier auf On drücken und dann könnt ihr hier halt so ein bisschen regeln von der Temperatur. Die ist jetzt auf 22 Grad, ist da auf jeden Fall eine angenehme Temperatur, denke ich mal. Ungefähr so wie außen, noch ein bisschen kühler. Passt auf jeden Fall. So, jetzt geht es als nächstes zum Goldbeck-Platz. Das ist hier, glaube ich, schon ein bisschen... Nee, wir waren eben beim Goldbeck-Platz, ne? Das da oben hat einfach noch nicht umgeschaltet. So, wir gucken mal kurz. So, mach ich mal kurz Pause. So, jetzt seht ihr hier, dass diese Achse so mitlenkt. Wenn die Achse jetzt nicht mitlenken würde, sondern so starr wäre, dann würde halt der Bus hier mit dem... würde der Bus halt viel enger hier so... Dann würde der Bus nicht so ein bisschen noch rausgehen, sondern würde halt hier viel eher noch auf den Bordstein aufsetzen. Und so wird das Gelenk, nicht das Gelenk, sondern der hintere Teil vom Bus noch so ein bisschen hier rausgezogen sozusagen, damit er halt dann hier nicht auf dem Bordstein auffährt, beziehungsweise halt nicht so eng hier in die Kurve so innen reinkommt. Genau, dazu ist halt hier so das da, wobei wir jetzt halt schon ziemlich eng abgebogen sind, deswegen trotzdem über den Bordstein sind. Aber... Oh, war das abknickende Vorfahrtsstraße? Ich weiß gar nicht. Du musst aber nicht abbiegen, oder? Nee, da war jetzt kein Pfeil zum Abbiegen. Fritz-Meinhardt-Straße. Na, guck mal, haben wir sogar jetzt eine Busspur. Sehr schön, aber hier seht ihr echt alles sehr schön gestaltet, finde ich hier. Nee, Luisenstraße müssen wir nochmal umschalten. Da ist irgendwie schon zu weit oder noch nicht weit genug im Computer hier. Da, Luisenstraße. So. Guten Tag, kommen Sie rein. Hallo. Haltewunsch haben wir auch. Tür hinten geht auf. Guten Tag. Genau, das sind beides so Außenschwenktüren, sieht dann so aus. Ist aber echt richtig schön umgesetzt, der Bus gefällt mir auf jeden Fall. Denke ich mal, werden wir in Zukunft immer mal wieder mit dem Bus auf jeden Fall unterwegs sein. Und weiter geht's. Das Signal ist noch auf Fahrt. Aber irgendwie, ja, immer wenn der anfährt, dann... zappelt er immer so ein bisschen, zumindest auch in der Drehzahl, auf der Drehzahl... Da bei der Drehzahlanzeige. So, und open the doors. So. Kommen Sie rein, sehr verehrte Fahrgäste. Hallo. Hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hallo. Einmal hallo. Nochmal, bitte. Einen normalen Fahrschein für den Herrn. Das gibt 7,50 zurück. Bitteschön. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne einen Fahrschein. Der Fahrschein, bitteschön. Ja, ja, gedulden Danke. Sie sich mal. Guck mal, der Spiegel, der geht hier vorne genau, also der obere, der zeigt irgendwie da unten in die Ecke, ne? Aber ganz genau kann ich es auch nicht erkennen. So. Ja, falsch, das waren 20 Cent. 50 Danke. Und 2. Bitteschön, 2,50. Eine Kurzstrecke, bitte. Ah, eine Kurzstrecke. Jo. 3,50 und der Fahrschein. Hallo, ich bitteschön. Möchte gerne Fahrkarte haben. Dankeschön. So, Türen schließen und weiter geht's. So, erster Gang ist drin. Ja, irgendwie, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber ich gebe ganz normal Gas. Keine Ahnung.